Der Auszug des jüdischen Volkes aus Ägypten. Die berühmteste Völkerwanderung der alten Welt. Vor mehr als 3 Jahrtausenden soll sie stattgefunden haben, so erzählt es die Bibel. Und der Name des Mannes, der sein Volk aus der Knechtschaft des Pharao führte, ist bis heute unvergessen. Moses. Wer war dieser rätselhafte Held der Bibel, mit dem alles begann? War er wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut? Oder ist er bloß eine Fantasiegestalt aus grauer Vorzeit? Uralte Bilder auf ägyptischen Tempelwänden führen auf seine Spur. Ist das ein Porträt von Moses? War der Held der Bibel in Wirklichkeit ein ägyptischer Pharao? Die Bibel, das Buch der Bücher. Menschen haben dafür gekämpft, sie haben dafür gelitten, sind dafür gestorben. Ohne dieses Buch wäre unsere Welt eine ganz andere. Moses, David, Jesus, sie sind Männer der Bibel, deren Namen jeder kennt. Aber wer waren die Helden dieses Buches eigentlich? Haben sie überhaupt gelebt? Was sind das für Geschichten, die Bibel erzählt? Die Bibel. Seit langem steht sie schon auf dem Prüfstand der Forschung. Jeder ihrer Sätze wurde zerpflückt, jeder Schauplatz archäologisch untersucht. Hat die Bibel recht? Hat die moderne Naturwissenschaft sie widerlegt? Was bleibt vom Buch der Bücher in unserer Zeit? Die Unendlichkeit des Weltraums. Ein ewiges Rätsel für uns Menschen. Vor 15 Milliarden Jahren, so berechnen Wissenschaftler heute, soll sich der Urknall ereignet haben. Die Ursache unserer kosmischen Existenz. Die fernsten Galaxien, die wir heute kennen, sind unvorstellbare 13 Milliarden Lichtjahre von unserem blauen Planeten entfernt. Was ist die letzte Ursache für all das, was ist? Die moderne Naturwissenschaft ist dem Geheimnis der Schöpfung auf der Spur. Längst wissen wir, dass unsere Erde nicht im Mittelpunkt des Weltalls steht. Aber die Fragen und Antworten aus biblischer Zeit sind dennoch nicht überholt. Die Frage, welche Macht hinter dem Geheimnis des Lebens waltet, kann auch die modernste Naturwissenschaft nicht endgültig lösen. Die Naturwissenschaft denkt kausal, die will das alles erklären, wie das eine aus dem anderen gekommen ist. Das ist eine großartige Leistung. Das widerspricht der Bibel in keiner Weise, denn die Bibel will gerade das nicht erklären. Die Bibel will das Gottesverhältnis deutlich machen. Das Verhältnis des Menschen zu Gott, das ist es, worüber die Bibel erzählt, in ihrer Sprache. Geschrieben in hebräischer Schrift, sind die ersten biblischen Zeugnisse auf solchen Schriftrollen überliefert. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, wird da erzählt. Und Gott trennte die Erde von Wasser. Und er schied das Licht von der Finsternis. Und am vierten Tag schuf er das Leben. Die Wissenschaft weiß heute längst, dass die Entstehung des Lebens aus dem Wasser ein Prozess war, der in Wirklichkeit über Jahrmillionen ablief. Aber hat deswegen die Bibel Unrecht? In ihren Texten werden die großen Fragen zu faszinierenden Geschichten. Die ewigen Rätsel des Lebens werden so für die Menschen begreifbar. Die Bibel findet Worte für das Unerklärliche. Sie verwandelt ewige Geheimnisse in menschliche Sprache.
Und schon lange bevor sie niedergeschrieben wurden, erzählten sich Menschen diese Geschichten. Sie trösteten sich mit ihnen. Sie fanden Halt und Rat darin. Von Anfang an richtete sich ihr Blick zum Himmel. Und die Menschen gaben ihren Göttern Gesichter, so verschieden, wie es deren Aufgaben und Verheißungen waren. Fruchtbarkeit, günstiges Klima, reiche Ernte. Von Assyrien bis Ägypten gab es viele Götter. So viele, wie es Sehnsüchte unter den Menschen gibt. Heute sieht man es so, dass am Anfang eine Religion steht, die viele Gottheiten, Götter und Göttinnen verehrt und erst über einen Transformations- und Selektionsprozess einige wenige Götter besonders hervorgehoben werden und daraus schließlich die Konzentration auf eine einzige Gottesgestalt entsteht. Der eine Gott, er ist die Erfindung des Volkes, das aus der Wüste kommt, vor über 3000 Jahren. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte beten Menschen nicht viele Götter an, sondern nur einen. Jahwe nennen sie ihn, der ewig Seiende. Und das Alte Testament erzählt davon, wie dieser allmächtige Gott an den Menschen handelt. Gott, der Schöpfer. Er teilt das Licht von der Finsternis. So hat ihn der große Künstler Michelangelo vor 500 Jahren gemalt. Ein kraftvoller Mann mit wallendem Bart, gebieterisch und streng. Abstrakt und unsichtbar ist der biblische Gott. Etwas Unerhörtes in der damaligen Welt. Normalerweise bevölkern heilige Stiere und Löwen die Tempel des alten Orients oder fantastische Wesen, halb Mensch, halb Tier. Der Gott der Bibel aber ist unsichtbar. Woher kommt diese Gottesvorstellung? Aus einer unwirklichen Gegend, abseits der großen Zivilisationen der alten Welt. Hier, in der schroffen Bergwüste des Orients, beginnt die Geschichte von Gott und seinem auserwählten Volk. Es ist diese karge Landschaft, in der der Glaube an den einen Gott entsteht, in der sich Gott seinem Knecht Moses offenbart, wie die Bibel erzählt. Moses, er ist der erste Gesprächspartner Gottes. Er nähert sich ihm auf Rufweite. Aber auch ihm zeigt sich Gott nicht in seiner Gestalt, sondern bleibt verborgen hinter den heißen Flammen eines brennenden Dornbuschs. Es ist Gottes Stimme, die Moses die Zukunft seines Volkes offenbart. Ich werde die Kinder Israels führen in ein Land, darinnen Milch und Honig fließen. Doch bis dahin ist es ein weiter Weg. Die Bibel erzählt in allen Details, unter welcher Mühsal das Volk des Moses das gelobte Land erreicht. Wie ein spannender Roman, der hier in Ägypten unter den Palmen des Nil seinen legendenhaften Anfang hat. Wie kaum eine andere Erzählung der Bibel hat die Geschichte von der wundersamen Kindheit des Moses die Menschen aller Zeiten fasziniert. Bis heute. Moses, er ist ein Kind der ausländischen Unterschicht im Lande, ein Hebräerkind, für alteingesessene Ägypter unerwünscht. Am Nil in einem Körbchen ausgesetzt, wird er ausgerechnet von der Tochter des Pharao entdeckt. Und da sie das Körbchen im Schilf sah, ließ sie es holen. So berichtet die Bibel von dieser schicksalhaften Entdeckung. Moses wird der Sohn der Pharaonentochter. Die Bibel erklärt den ungewöhnlichen Namen. Und sie nannte das Kind Moses, was so viel heißt wie »Ich habe es aus dem Wasser gezogen«. Alles bloß Legende? Fünfmal gibt der Bibeltext den Hinweis auf die Pharaonentochter. Ihren Namen aber verrät die Bibel nicht. Historisch gesehen könnte Hatschepsut gemeint sein, die Tochter des mächtigen Pharao Thutmosis, deren 3,5 Jahrtausende alter Tempel bei Theben bis heute die Erinnerung an sie bewahrt.
War Moses, der Adoptivsohn dieser berühmtesten ägyptischen Pharaonin, zu unglaublich, um wahr zu sein? Moses, ein Leben wie ein Roman. Ein Findelkind, ausgesetzt auf dem Nil, das am Hof des mächtigsten Herrschers seiner Zeit aufwächst. Am Ende wird er zum Rebellen und Freiheitskämpfer. Moses, der Mann, der sein Volk aus der Knechtschaft führt und einen Bund mit Gott schließt. Die ersten 5 Bücher der Bibel hat man nach ihm benannt. Die 5 Bücher Mose. Ja, das soll sogar ihr Autor sein. Aber hat dieser Held der Bibel überhaupt gelebt? Bis heute suchen Archäologen nach seinen Spuren. Wer war dieser rätselhafte Moses? Die Spur führt in die Grabkammern ägyptischer Würdenträger. In Sichtweite des Nil steht seit über 3 Jahrtausenden das Grab des Chnumhotep. Einst war er der erste Beamte im Pharaonenstaat. Das Besondere seines Grabes? An den Wänden sind Abbildungen von Menschen auszumachen, die in Kleidung und Gestalt so ganz anders aussehen, als wir es von alten Ägyptern kennen. Diese Menschen tragen gemusterte Gewänder, besondere Frisuren und Bärte. Wie Fremde wirken sie neben den Ägyptern. Und sie sind es. Über ihnen ein mächtiger Ägypter, der offenbar den Ton angibt. Die Ausländer, denen er befiehlt, sind seine billigen Arbeitskräfte. Es sind Nomaden, die mit ihren hungrigen Schafherden nach Weideplätzen suchen und so in das ägyptische Staatsgebiet gelangen. Von den Ägyptern werden diese Menschen zu harter Fronarbeit herangezogen. Die Wissenschaftler glauben heute, dass diese nomadisierenden Stämme im Pharaonenreich das Volk des Moses gebildet haben könnten, von dem die Bibel erzählt. Und der Beweis dafür findet sich hier, an den Felswänden auf der Sinai-Halbinsel. Es sind Vorformen hebräischer Schriftzeichen, völlig verschieden von den Hieroglyphen der Ägypter. Dokumente einer ganz anderen, eigenständigen Kultur, die sich über 3 Jahrtausende im Fels erhalten haben. Einer Kultur, die unter der Knute der alten ägyptischen Macht stand und doch ihre Identität bewahrte. Die haben angefangen, so im 17. Jahrhundert vor Christus, im Delta zu siedeln, haben da Städte gebaut, eine beachtliche Kultur, die deutlich aus Palästina kommt. Entwickelt. Das ist ja schon ein historisches Ereignis von einer enormen, Größenordnung. Sowas vergisst man auch nicht. Die Erinnerung daran hat die Bibel festgehalten. Im Schatten der Pyramiden schuftet das Volk der Hebräer. Die Herstellung von Baumaterial verlangt Heere von Arbeitern. Der perfekt durchorganisierte Beamtenstaat regiert mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits ermöglicht er den fremden Siedlern das Überleben. Andererseits lässt er sie mit harter Hand spüren, wer Herr im ägyptischen Reich ist. Die systematische Unterdrückung schürt Widerstand. Und ein kleiner Zwischenfall reicht aus, um das Feuer an die Lunte zu legen. Die Bibel berichtet in knappen Worten. Als Moses groß geworden war, sah er einen Ägypter, der einen seiner Volksgenossen schlug. Und Moses entbrannte vor Zorn und erschlug den Ägypter und vergrub ihn im Sand. Moses, der Rebell, der Anführer gegen die staatliche Ordnung, der Widerstandskämpfer, muss fliehen. Hier, im Nordwesten der Halbinsel Sinai, rund 400 Kilometer von Ägypten entfernt, erreicht er sicheren Boden. Das biblische Land Midian. Eine Geschichte mit vorläufigem Happy End. Moses nimmt ein einheimisches Mädchen zur Frau und lebt mit ihr im Lande Kusch. Alles Legende oder geschichtliche Wirklichkeit? Es gibt einen Pharao in der Zeit nach Ramses II. Und es gibt Parallelen zwischen der Biografie dieses Mannes und der Biografie von Moses
Und zwar nicht nur so wie in der Bibel beschrieben, sondern auch in den jüdischen Legenden. Sodass es also möglich ist, dass die Biografie dieses Ägypters das Vorbild ist für den biblischen Moses. Amun-Masesa, so heißt der rebellische Pharao, von dem dieser Rest einer Statue erhalten ist. Masesa, Moses. Die Namen scheinen verwandt zu sein. Hat die Bibel die uralte Erinnerung an den aufständischen Pharao in der Geschichte von Moses weiterverarbeitet? Die Parallelen zwischen Masesa und Moses sind verblüffend. Beide haben sich 10 Jahre lang im Lande Kusch aufgehalten. Beide haben eine kuschitische Frau geheiratet. Und beide kehren nach Ägypten zurück, um den Pharao zu bekämpfen. Wenn Masesa und Moses ein und dieselbe Person sind, dann ist diese verwitterte Inschrift Masesas ein handfester Beweis für die Geschichte der Bibel. Und der Tempel von Amada am Ufer des Nassersees in Oberägypten würde eine wirkliche Sensation bergen. Das verwitterte Relief, das den rebellischen Pharao zeigt, wäre dann als ein Porträt von Moses anzusehen. Das Bild von der Tempelwand der Pharaonen. Es ist das einzige archäologische Indiz für die Existenz von Moses. So glauben jedenfalls einige Wissenschaftler. Ein von Wind und Wüstensand abgeschliffenes Relief, über 3000 Jahre alt. Moderne Technik kann die uralte Steinmetzarbeit rekonstruieren. So könnte Moses in Wirklichkeit ausgesehen haben, wie ein ägyptischer Pharao. Wenn diese Theorie stimmt, dann ist dies das einzige Porträt des Mannes, auf den sich noch heute 3 Milliarden Menschen berufen. Juden, Christen und Moslems. Die Pharaonen haben alles getan, um die Erinnerung an den Rebellen auszulöschen. Doch die Bibel hat die Erinnerung bewahrt und umgedichtet. Aus dem Ägypter wurde der Israelit. Aus dem Aufrührer gegen den Pharao wurde der Freiheitskämpfer. Und Gott, so erzählt es die Bibel, hilft ihm dabei. Die göttliche Hilfe für Moses ist spektakulär. 10 Plagen sollen das ägyptische Staatswesen zermürben. Frösche verheeren das Land und dringen selbst in den Palast des Pharao ein. Das Wasser des Nil verwandelt sich in stinkendes Blut. Heuschrecken vernichten die Ernte. Trockenheit und Rinderpest zerrütten die Ökonomie des reichen Landes. Über das einstmals blühende Reich legt sich Dunkelheit. Die Strafe Jahwes, des Gottes, der radikal für Moses Partei ergreift. Jahwe trägt im Alten Testament die Züge eines orientalischen Despoten. Mit allen dazugehörigen Einzelheiten. Der gerät in Zorn, der tut was für sein Volk, der übt Rache. Er hat eine Hand, nicht wahr? Er hat seine himmlischen Heerscharen, die als militärisches Gefolge gedacht sind. Er hat seine Erzengel, die als seine Ratgeber um seinen Thron herumstehen. Das heißt, diese ganze Welt des orientalischen Gottkönigtums wird transportiert und gespiegelt in die Religion, in die religiöse Sphäre. Aber ist das alles bloß religiöse Fantasie? Sind die Plagen, die das alte Ägypten angeblich heimsuchen, reine Erfindung? Einige Forscher meinen, Indizien dafür gefunden zu haben, dass tatsächlich eine Katastrophe biblischen Ausmaßes das Pharaonenreich erschütterte. Eine Katastrophe, die von hier aus ihren Anfang nahm, von der Vulkaninsel Santorin. Tausende Kilometer nördlich von der Feuerinsel Santorin entfernt und doch mit deren Schicksal verbunden, Grönland, die Insel aus Fels und Eis. Hier sind Forscher des Alfred-Wegener-Instituts dabei, das Tagebuch unseres Planeten zu entziffern.
Der eisige Weg führt sie über viele Kilometer dorthin, wo sich über Jahrtausende die atmosphärischen Niederschläge zu einem dicken Eispanzer verdichtet haben. 3000 Meter dick ist an dieser Stelle das Eis und nur mit einem speziellen Bohrmeißel zu durchdringen. Was gemeinsam mit den Eisproben aus der Tiefe gefördert wird, ist kostbares Wissen. Diese Eisstäbe sind sozusagen das Gedächtnis unseres Planeten. Ein Archiv all jener Bestandteile der Erdatmosphäre, die mit den Niederschlägen in Jahrtausenden zu Boden gingen. Wie aus den Jahresringen eines Baumes trockene oder feuchte Sommer abzulesen sind, so verrät das Eis alles über die atmosphärischen Verhältnisse lang vergangener Zeiten. Was das zweite Jahrtausend vor Christi Geburt betrifft, die vermutliche Zeit des Moses, so können Forscher auf ein Ereignis schließen, das seinerzeit zu einer dramatischen Umwälzung der klimatischen Verhältnisse beigetragen haben muss. Diese Kristalle verraten, dass exakt im Jahre 1645 vor Christus eine gewaltige Explosion den Himmel über dem Mittelmeer verdüstert haben muss. Es war die Katastrophe von Santorin. Die Explosion einer ganzen Insel. Die gesamte Mittelmeerwelt muss damals heftig erschüttert worden sein. Aber Millionen Tonnen von Staub und giftige Gase wurden in die Atmosphäre geschleudert. Und diese ägyptische Finsternis ist sehr, sehr eindeutig erklärbar oder vorstellbar durch den Aschenfall von Santorin. Das hat eine direkte Auswirkung dahingehend, dass wir möglicherweise über Tage Dunkelheit, Dämmerung, ganz seltsame Sonnenuntergang-Effekte, feuerrote Sonnenuntergänge haben. Detonationen sind wiederum Vergleiche mit jüngeren Ausbrüchen über tausende Kilometer zu hören und müssen die Menschen in Schrecken versetzt haben, da sie sich dieses Phänomen nicht erklären können. Die Naturkatastrophe von Santorin. Sie könnte der Grund dafür gewesen sein, warum Moses die Machtprobe mit dem ägyptischen Herrscher siegreich bestand. Die Bibel erzählt, dass unter dem Druck der Plagen der Pharao seinen Widerstand endlich aufgibt. Alles, was Moses ihm an schrecklichen Visionen prophezeit hatte, war eingetreten. Widerwillig zieht der Pharao die erlösende Konsequenz. Moses und sein Volk sind frei. Sie sollen gehen, wohin ihr Gott sie auch immer führen mag. Die Tür zu Gottes verheißenem Land ist aufgestoßen. Die Bibel berichtet, Moses ließ seine Leute zählen. 603.550 wehrfähige Männer, und dann noch Frauen, Kinder und die Tiere, Ziegen, Esel, Kamele, ein viele Kilometer langer Tross. So muss man sich den Auszug aus Ägypten vorstellen. Aber welchen Weg haben diese vielen Menschen genommen? Bis heute rätseln Forscher, wie das Volk des Moses aus Ägypten floh. Drei Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Drei Möglichkeiten, die alle denkbar wären. Das Mittelmeer und sein östlicher Rand. Genau hier beginnt die Völkerwanderung, die Geschichte gemacht hat. Wahrscheinlich ausgehend von der Residenzstadt Pithom könnte Moses die alte Königsstraße eingeschlagen haben. Das wäre der einfachste Weg gewesen, aber auch für mögliche Verfolger. Die andere Möglichkeit? Zu Fuß am oberen Roten Meer durch den seichten Schilfgürtel und dann zunächst nach Süden, um die Bergkette im westlichen Sinai zu umgehen. Oder, etwas südlicher, die dritte Möglichkeit. Mitten durch das Rote Meer hindurch, wo etwa 40 Kilometer Wasserfläche zu überwinden sind. Das wäre zweifellos der schwierigste Weg gewesen, denn das Rote Meer ist dort 300 Meter tief. Die Landschaft am Roten Meer.
Auch drei Jahrtausende nach Moses hat sich hier nicht viel verändert. Schroff und steil fällt das zerklüftete Ufer ins Meer. Wir machen uns auf, um ein realistisches Bild von der Beschaffenheit der Landschaft unter Wasser zu gewinnen. Für sein reiches maritimes Leben ist das Rote Meer bekannt. Ausgedehnte Korallenriffe und vielfältigste Fischarten sind hier zu finden. Ein Paradies für Taucher, aber auch für Fußgänger. Selbst wenn sich die Wassermassen auf göttlichen Befehl zurückgezogen hätten, wie hätten aber Tausende von Menschen und Tieren die steilen Klippen überwinden können? Da ist es schon wahrscheinlicher, dass der Tross den Weg durch das seichte Schilfmeer, gute 200 Kilometer nördlich, nahm. Diese Seefläche hätten selbst Kinder gefahrlos durchwaten können. Dass aber der nachfolgende Pharao mitsamt seiner Elitetruppe hier vom Meer verschlungen ward, wie die Bibel behauptet, ist kaum vorstellbar. Bleibt die dritte Möglichkeit, der Weg entlang des Mittelmeerufers, der alte Königsweg, die wahrscheinlichste Option. Vieles spricht für diese Variante. Vor allem die Tatsache, dass auch Frauen, Kinder und Greise diesen ausgebauten Handelsweg bewältigen konnten. Das Meer, an dem laut Bibel Moses und sein Volk schließlich lagerten, wäre in diesem Falle aber nicht das Rote Meer gewesen, sondern das Mittelmeer. Für diese Theorie spricht noch ein weiteres Argument. Die Truppen des rachsüchtigen Pharao jagen den Abtrünnigen nach. Und nur auf gut befahrbaren Wegen kann so ein Rollkommando erfolgreich sein. Moses weiß, dass er einem Militärschlag nichts entgegenzusetzen hat. Aber mit göttlicher Hilfe weist er den rettenden Weg. Mitten ins Meer hinein, mitten in die Fluten, die sich durch einen starken Ostwind wie Mauern zur Rechten und zur Linken seines Volkes auftürmten. Alles Legende oder erklärbares Naturphänomen? Das Meer zieht sich zurück und kommt wieder. Dieses erinnert uns als Geologen ganz stark an die Phänomene, die wir bei seismischen Flutwellen, die Tsunamis genannt werden. Tsunami ist japanisch und heißt die große Welle im Hafen. Das sind Flutwellen, die 10 Meter hoch ankommen als Folge von großen Erdbeben. Aber auf jeden Fall sind die Auswirkungen des Santorin-Ausbruchs so stark fühlbar gewesen in Ägypten, im östlichen Mittelmeerraum, dass die Phänomene in der Vorstellungswelt der Bewohner dort noch präsent waren. Der Vulkanausbruch von Santorin, er könnte nicht nur die Ursache für die 10 Plagen gewesen sein, sondern auch für die Flutwelle, die irgendwann die östliche Seite des Mittelmeers erreichte. Der Ablauf der Naturkatastrophe wäre so, wie es die Bibel sagt. Zunächst zieht sich das Wasser zurück, um dann in einer gigantischen Welle über Rosse, Reiter und Wagen des Pharao zu stürzen. Natürlich muss man nachdenken, ob das die Zeit ausreicht, dass erst die Kinder Israels durchgezogen sind und dann Soldaten des Pharao nachziehen konnten und ob dieses alles stimmt. Aber die Vorstellung dieses Phänomens könnte sich eingeprägt haben. Oder war alles ganz anders? Einige Wissenschaftler glauben, dass die Erklärung viel einfacher ist. Sonne und Hitze über der Wüste könnten ein Trugbild erzeugt haben. Eine Fata Morgana, die etwas vorgaukelt, was nur aus Spiegelung und heißer Luft besteht. Die Bibel ist das Buch, das in dieser Welt geschrieben wurde, im Orient, wo sich nicht nur in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht Wirklichkeit und Fantasie vermischen. Das ertrinkende Heer des Pharao, es könnte eine tiefe Wunschvorstellung gewesen sein, die im Flimmern der Ferne wirklich Gestalt annahm. Die folgenden Jahrhunderte haben den Auszug aus Ägypten zum Mythos verklärt. Wie viele Gedanken, Vorstellungen und Träume haben sich im Laufe der Jahrtausende mit diesem Ereignis verknüpft. Es ist eine Geschichte, deren Wirkung so gewaltig ist, dass mit ihr bis heute Politik gemacht wird.
Es ist wohl keine Frage, dass für das Volk Israel die Befreiung aus Ägypten, der Exodus, das entscheidende Ereignis ist, bis auf den heutigen Tag. Das kommt auch im ganzen Gebetsleben der Juden ständig vor. Es ist eben ein Gott, der nicht ein Willkürgott ist, einer, der beherrschen will, ein Sklavenhalter, sondern es ist ein Gott, der eine Befreiung gibt. Diese Befreiung aber führt in eine völlig ungewisse Zukunft. Und das Land, das sie durchwandern, ist alles andere als verheißungsvoll. Die Sinai-Halbinsel. Es ist dieselbe karge Steinwüste, die einst die Vorfahren des Moses mit ihren halb verhungerten Schafherden durchzogen hatten. Allein der unerschütterliche Gottglaube wird Moses die Kraft gegeben haben, sein Volk hierher zurückzuführen, an diesen Ort des Anfangs. Und es ist kein Zufall, dass gerade in dieser Einöde, auf dem Berg Sinai, Gott seinem auserwählten Volk das größte Geschenk macht. Genau hier soll es gewesen sein, da Gott dem Moses die 10 Gebote übergab, in Stein gemeißelte Vorschriften, die das Zusammenleben im Volke Israel genau regeln. Die 10 Gebote, sie sind zum Kernstück des Alten Testaments geworden, denn sie sind das, was Gott ganz ausdrücklich will, eine Botschaft, die er mit seinem Finger geschrieben hat. Das Spezifikum der hebräischen Bibel ist, dass diese Gebote, die ja Teile eines allgemeinen Menschheitsethos sind, dass die unter die Autorität des einen Gottes gestellt werden. Ich bin der Gott, der dich auch aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst nicht morden, stehlen und so weiter. Gott fordert. 10-mal sagt er, du sollst. Der Gott des Moses verlangt viel. Offenbar zu viel für manche Hebräer. Während Moses mit Gott spricht, rebelliert in seiner Abwesenheit das Volk. Man solle ihm allen Schmuck aushändigen, befiehlt einer der Ältesten mit Namen Aaron. Und er machte daraus ein gegossen Kalb, schreibt die Bibel. Und sie opferten dem Kalb und sie beteten es an. Um das goldene Kalb herum wird ein ekstatischer, orgiastischer Kult aufgeführt. Man tanzt und macht Musik und singt. Ein schlimmer Frevel, den die Bibel schaurig ausmalt. Das Volk fällt von dem einen Gott ab und sucht sich Götzen, archaische Kultfiguren, die den Rückfall in eine alte, längst überwunden geglaubte Naturreligion markieren. Moses, zurückgekehrt, reagiert mit aller Brutalität. 3000 Mann seines Volkes, so erzählt die Bibel, lässt er noch in derselben Nacht erschlagen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, lautet das erste Gebot. Gott sagt ganz klar, wie man sich ihm gegenüber zu verhalten hat. Er ist der Einzige. Die Bibel kämpft mit jedem Satz gegen die Vielgötterei. In der Welt des alten Orients ist eine solche Religion revolutionär, aber nicht ganz neu. Schon einmal gab es den Versuch, alle Götter abzuschaffen, bis auf einen einzigen. Ruinen im ägyptischen Amarna. Das ist alles, was von der prachtvollen Residenz des Pharao Echnaton blieb, die er hier vor fast 3,5 Jahrtausenden errichten ließ. Echnaton. Er war der Erfinder einer neuen Religion. Im 14. Jahrhundert vor Christus revolutionierte er die ägyptische Kultur, indem er seine Untertanen zwang, nur noch einem Gott zu huldigen, der Sonne. Die Einführung dieses Ein-Gott-Glaubens hatte radikale Folgen. Echnaton schloss alle Tempel, entließ alle Priesterschaften, also schon eine Maßnahme von einer ungeheuren Radikalität und führte eine neue Religion ein, eine Religion der Sonne. Es gab eben nur noch den Sonnengott. Die anderen Götter, die wurden einfach als inexistent abgeschafft. Echnaton entwickelte ein Religionskonzept, das für die kommenden Jahrtausende wegweisend sein sollte. Der Ein-Gott-Glaube, der Monotheismus, der sich später in vielen Hochkulturen durchsetzte. Doch für die Gesellschaft des alten Orients kommt dieser neue Glaube viel zu früh.
Gleich nach dem Tod des Echnaton werden die Uhren des Fortschritts wieder zurückgestellt. Die neuen Tempel werden gestürmt, der Name des Echnaton und seines Gottes ausgetilgt. Die alten Götter kehren zurück. Echnaton hatte nicht vermocht, was Jahrhunderte später Moses gelang: die Durchsetzung des Ein-Gott-Glaubens, des Monotheismus. Kein geringerer als der berühmte Forscher und Psychoanalytiker Sigmund Freud sah im Pharao Echnaton mehr als den bloßen Vorläufer Moses. In seinem Buch über den Mann Moses vertrat Freud die These, dass es Echnatons Vision war, die Moses zum Monotheismus inspirierte. Vielleicht, so meinte Freud, sei Moses gar ein Priester Echnatons gewesen. Echnaton ist für Freud die Wurzel des jüdischen Monotheismus. Also ein ägyptischer König, und Moses als Ägypter begründen damit die jüdische Religion. Das ist auf dem Hintergrund der psychoanalytischen Kulturtheorie zu verstehen, heute aber historisch eigentlich so nicht mehr haltbar. Der Glaube des Moses und seines Volkes, er ist nicht bloße Fortsetzung des Monotheismus, wie ihn Pharao Echnaton einzuführen versuchte. Der Glaube dieses Volkes an den einen Gott, er ist einzigartig, ohne Beispiel. Und sichtbarster Ausdruck der kulturellen Selbstständigkeit ist dieser Schrein, die Bundeslade. In ihr lagern die Gebotstafeln, die Gott persönlich dem Moses gab. Das Allerheiligste, transportabel und aufgestellt in einem Tempel, der aus Stangen und Tüchern errichtet wird. Ein Zeltheiligtum, angepasst an die Bedürfnisse eines Volkes auf Wanderschaft. Verborgen hinter dem Vorhang aus Purpur steht die Bundeslade, die Verkörperung des unsichtbaren Gottes. Eigentlich ist die Lade ein rätselhaftes Symbol, ein Symbol für die Präsenz Gottes. Das wird also aufgeladen, nicht durch viel Gold und durch viel heilige Zeremonien, sondern durch die Vorstellungskraft der Menschen, die an den Gott glauben, der mit dieser Lade verbunden ist. Mit Modellbauern und Wissenschaftlern versuchen wir eine detailgetreue Rekonstruktion der Bundeslade. Aus Akazienholz soll sie gewesen sein, innen und außen überzogen mit reinstem Gold. Ganz exakt beschreibt die Bibel Maße und Aussehen des Heiligtums. Und sie warnt: jeder Frevler, der die Truhe berührt, solle auf der Stelle tot umfallen. Einen Mann namens Ussa trifft dieser Fluch. Ich denke, der Ussa muss sterben, damit alle Welt merkt und alle Leserinnen und Leser merken, diese Lade ist keine Holzkiste, das ist die Präsenz Gottes. Und wenn man diesem Gott zu nahe tritt, dann kann er sehr ungnädig reagieren. Viel ist über die magischen Kräfte der Lade spekuliert worden. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür? In einem Labor wollen wir dem Phänomen auf den Grund gehen. Erstaunlich, schon das Reiben mit einem Wolltuch auf der Goldoberfläche lässt die elektrische Spannung steigen. Einen ähnlichen Effekt könnten die Tücher, unter denen die Bundeslade beim Transport verborgen war, erzeugt haben. Ein zweiter Versuch. Wir verbinden unser Modell mit einem elektrischen Generator und laden es auf. Wie ein Kondensator nimmt der Metallüberzug die Spannung auf und entlädt sich bei Berührung. Die Bundeslade, ein Kultobjekt, das technische Rätsel aufgibt und zugleich religiöses Zentrum des mosaischen Glaubens ist. Moses hat diese beiden Aufgaben. Er schafft das Volk und er führt den Monotheismus ein. Und das Volk ist eigentlich nur dazu da, Träger dieses monotheistischen Gedankens zu sein. Also die Existenzberechtigung des Volkes Israel, so wie die Bibel es sieht, ist die, das Gottesvolk zu sein, das diesen Monotheismus ergreift und lebt. 40 Jahre lang durchzieht das Volk Jahwes die Wüste. Vorbei an den Gräbern der Vorfahren, die davon künden, dass schon in der Steinzeit Menschen hier lebten. Sie hatten hier ihre Heimat gefunden. Aber Moses weiß,
Erst hinter dem Berg Nebo beginnt das Land, das Gott ihm verheißen hatte. 40 Jahre Wanderschaft, 40 Jahre Entbehrung. Moses ahnt, dass er selbst das gelobte Land niemals betreten wird. Seine Mission ist erfüllt, seine Zeit ist abgelaufen. Er hat ein Alter von 120 Jahren erreicht, als er mit seinem Volk am Jordan steht. In Sichtweite der göttlichen Verheißung. 120 Jahre. Und seine Augen waren dennoch nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. So schließt die Bibel ihre Erzählung. Moses war es nicht vergönnt, das von Gott verheißene Land zu betreten. Er starb in der Fremde. Für ihn blieb das gelobte Land ein unerfüllter Traum, nicht aber für sein Volk. Der Exodus der Israeliten aus Ägypten ist für die Juden schicksalshaft geworden, zum Symbol der Befreiung bis in unsere Zeit. Im Jahre 1947 ist Exodus der Name eines Schiffes, mit dem jüdische Flüchtlinge nach Palästina aufbrachen. Nach dem Gräuel der nationalsozialistischen Vernichtung wollen sie hier ihre Heimat finden. Aber erst nach einer langen Odyssee können sie das Land ihrer Hoffnung betreten. Und wie vor über 3000 Jahren ist die Ankunft im gelobten Land alles andere als ein Triumphzug. Es sind erschöpfte Menschen, die in den Häfen Palästinas ankommen. Menschen, die nur das nackte Leben gerettet haben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber wie in biblischen Zeiten wurde auch dieser Exodus der Anfang eines blutigen Konflikts. Die Hoffnung auf ein Land des Friedens hat sich bis heute nicht erfüllt. Denn ich bin der Gott, der dich auch aus Ägypten herausgeführt hat. Du sollst nicht morden, stehlen und so weiter. Gott fordert. 10-mal sagt er, du sollst. Der Gott des Moses verlangt viel. Offenbar zu viel für manche Hebräer. Während Moses mit Gott spricht, rebelliert in seiner Abwesenheit das Volk. Man solle ihm allen Schmuck aushändigen, befiehlt einer der Ältesten mit Namen Aaron. Und er machte daraus ein gegossen Kalb, schreibt die Bibel. Und sie opferten dem Kalb und sie beteten es an. Um das goldene Kalb herum wird ein ekstatischer, orgiastischer Kult aufgeführt. Man tanzt und macht Musik und singt. Ein schlimmer Frevel, den die Bibel schaurig ausmalt. Das Volk fällt von dem einen Gott ab und sucht sich Götzen. Archaische Kultfiguren, die den Rückfall in eine alte, längst überwunden geglaubte Naturreligion markieren. Moses, zurückgekehrt, reagiert mit aller Brutalität. 3000 Mann seines Volkes, so erzählt die Bibel, lässt er noch in derselben Nacht erschlagen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, lautet das erste Gebot. Gott sagt ganz klar, wie man sich ihm gegenüber zu verhalten hat. Er ist der Einzige. Die Bibel kämpft mit jedem Satz gegen die Vielgötterei. In der Welt des alten Orients ist eine solche Religion revolutionär, aber nicht ganz neu. Schon einmal gab es den Versuch, alle Götter abzuschaffen, bis auf einen einzigen. Ruinen im ägyptischen Amarna.
Das ist alles, was von der prachtvollen Residenz des Pharao Echnaton blieb, die er hier vor fast 3,5 Jahrtausenden errichten ließ. Echnaton. Er war der Erfinder einer neuen Religion. Im 14. Jahrhundert vor Christus revolutionierte er die ägyptische Kultur, indem er seine Untertanen zwang, nur noch einem Gott zu huldigen, der Sonne. Die Einführung dieses Ein-Gott-Glaubens hatte radikale Folgen. Echnaton schloss alle Tempel, entließ alle Priesterschaften, also schon eine Maßnahme von einer ungeheuren Radikalität, und führte eine neue Religion ein, eine Religion der Sonne. Es gab eben nur noch den Sonnengott. Die anderen Götter, die wurden einfach als inexistent abgeschafft. Echnaton entwickelte ein Religionskonzept, das für die kommenden Jahrtausende wegweisend sein sollte. Der Ein-Gott-Glaube, der Monotheismus, der sich später in vielen Hoch... Das Mittelmeer und sein östlicher Rand. Genau hier beginnt die Völkerwanderung, die Geschichte gemacht hat. Wahrscheinlich ausgehend von der Residenzstadt Pithom könnte Moses die alte Königsstraße eingeschlagen haben. Das wäre der einfachste Weg gewesen, aber auch für mögliche Verfolger. Die andere Möglichkeit? Zu Fuß am oberen Roten Meer durch den seichten Schilfgürtel und dann zunächst nach Süden, um die Bergkette im westlichen Sinai zu umgehen. Oder, etwas südlicher, die dritte Möglichkeit. Mitten durch das Rote Meer hindurch, wo etwa 40 Kilometer Wasserfläche zu überwinden sind. Das wäre zweifellos der schwierigste Weg gewesen, denn das Rote Meer ist dort 300 Meter tief. Die Landschaft am Roten Meer. Auch 3 Jahrtausende nach Moses hat sich hier nicht viel verändert. Schroff und steil fällt das zerklüftete Ufer ins Meer. Wir machen uns auf, um ein realistisches Bild von der Beschaffenheit der Landschaft unter Wasser zu gewinnen. Für sein reiches maritimes Leben ist das Rote Meer bekannt. Ausgedehnte Korallenriffe und vielfältigste Fischarten sind hier zu finden. Ein Paradies für Taucher, aber auch für Fußgänger. Selbst wenn sich die Wassermassen auf göttlichen Befehl zurückgezogen hätten, wie hätten aber Tausende von Menschen und Tieren die steilen Klippen überwinden können? Da ist es schon wahrscheinlicher, dass der Tross den Weg durch das seichte Schilfmeer, gute 200 Kilometer nördlich, nahm. Diese Seefläche hätten selbst Kinder gefahrlos durchwaten können. Dass aber der nachfolgende Pharao mitsamt seiner Elitetruppe hier vom Meer verschlungen ward, wie die Bibel behauptet, ist kaum vorstellbar. Bleibt die dritte Möglichkeit. Der Weg entlang des Mittelmeerufers, der alte Königsweg, die wahrscheinlichste Option. Vieles spricht für diese Variante. Vor allem die Tatsache, dass auch Frauen, Kinder und Greise diesen ausgebauten Handelsweg bewältigen konnten. Das Meer, an dem laut Bibel Moses und sein Volk schließlich lagerten, wäre in diesem Falle aber nicht das Rote Meer gewesen, sondern das Mittelmeer. Für diese Theorie spricht noch ein weiteres Argument. Die Truppen des rachsüchtigen Pharao jagen den Abtrünnigen nach. Und nur auf gut befahrbaren Wegen kann so ein Rollkommando erfolgreich sein. Moses weiß, dass er einem Militärschlag nichts entgegenzusetzen hat. Aber mit ausgedehnte Korallenriffe und vielfältigste Fischarten sind hier zu finden. Ein Paradies für Taucher, aber auch für Fußgänger. Selbst wenn sich die Wassermassen auf göttlichen Befehl zurückgezogen hätten, wie hätten aber Tausende von Menschen und Tieren die steilen Klippen überwinden können? Da ist es schon wahrscheinlicher, dass der Tross den Weg durch das seichte Schilfmeer, gute 200 Kilometer nördlich, nahm. Diese Seefläche hätten selbst Kinder gefahrlos durchwaten können. Dass aber der nachfolgende Pharao mitsamt seiner Elitetruppe hier vom Meer verschlungen ward, wie die Bibel behauptet, ist kaum vorstellbar. Bleibt die dritte Möglichkeit. Der Weg entlang des Mittelmeerufers, der alte Königsweg, die wahrscheinlichste Option. Vieles spricht für diese Variante.
Vor allem die Tatsache, dass auch Frauen, Kinder und Greise diesen ausgebauten Handelsweg bewältigen konnten. Das Meer, an dem laut Bibel Moses und sein Volk schließlich lagerten, wäre in diesem Falle aber nicht das Rote Meer gewesen, sondern das Mittelmeer. Für diese Theorie spricht noch ein weiteres Argument. Die Truppen des rachsüchtigen Pharao jagen den Abtrünnigen nach. Und nur auf gut befahrbaren Wegen kann so ein Rollkommando erfolgreich sein. Moses weiß, dass er einem Militärschlag nichts entgegenzusetzen hat. Aber mit göttlicher Hilfe weist er den rettenden Weg. Mitten ins Meer hinein, mitten in die Fluten, die sich durch einen starken Ostwind wie Mauern zur Rechten und zur Linken seines Volkes auftürmten. Alles Legende oder erklärbares Naturphänomen? Das Meer zieht sich zurück und kommt wieder. Dieses erinnert uns als Geologen ganz stark an die Phänomene, die wir bei seismischen Flutwellen, die Tsunamis genannt werden. Tsunami ist japanisch und heißt die große Welle im Hafen. Das sind Flutwellen, die 10er Meter hoch ankommen als Folge von großen Erdbeben. Aber auf jeden Fall sind die Auswirkungen des Santorin-Ausbruchs so stark fühlbar gewesen in Ägypten, im östlichen Mittelmeerraum, dass die Phänomene in der Vorstellungswelt der Bewohner dort noch präsent waren. Der Vulkanausbruch von Santorin, er könnte nicht nur die Ursache für die 10 Plagen gewesen sein, sondern auch für die Flutwelle, die irgendwann die östliche Seite des Mittelmeers erreichte. Der Ablauf der Naturkatastrophe wäre so, wie es die Bibel sagt. Zunächst zieht sich das Wasser zurück, um dann in einer gigantischen Welle über Rosse, Reiter und Wagen des Pharao zu stürzen. Natürlich muss man nachdenken, ob das die Zeit... Durchzieht das Volk Jahwes die Wüste. Vorbei an den Gräbern der Vorfahren, die davon künden, dass schon in der Steinzeit Menschen hier lebten. Sie hatten hier ihre Heimat gefunden. Aber Moses weiß, erst hinter dem Berg Nebo beginnt das Land, das Gott ihm verheißen hatte. 40 Jahre Wanderschaft, 40 Jahre Entbehrung. Moses ahnt, dass er selbst das gelobte Land niemals betreten wird. Seine Mission ist erfüllt, seine Zeit ist abgelaufen. Er hat ein Alter von 120 Jahren erreicht, als er mit seinem Volk am Jordan steht. In Sichtweite der göttlichen Verheißung. 120 Jahre. Und seine Augen waren dennoch nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. So schließt die Bibel ihre Erzählung. Moses war es nicht vergönnt, das von Gott verheißene Land zu betreten. Er starb in der Fremde. Für ihn blieb das gelobte Land ein unerfüllter Traum. Nicht aber für sein Volk. Der Exodus der Israeliten aus Ägypten ist für die Juden schicksalshaft geworden, zum Symbol der Befreiung, bis in unsere Zeit. Im Jahre 1947 ist Exodus der Name eines Schiffes, mit dem jüdische Flüchtlinge nach Palästina aufbrachen. Nach dem Gräuel der nationalsozialistischen Vernichtung wollen sie hier ihre Heimat finden. Aber erst nach einer langen Odyssee können sie das Land ihrer Hoffnung betreten. Und wie vor über 3000 Jahren ist die Ankunft im gelobten Land alles andere als ein Triumphzug. Es sind erschöpfte Menschen, die in den Häfen Palästinas ankommen. Menschen, die nur das nackte Leben gerettet haben und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Aber wie in biblischen Zeiten wurde auch dieser Exodus der Anfang eines blutigen Konflikts. Die Hoffnung auf ein Land des Friedens hat sich bis heute nicht erfüllt. Thank you.
das Gedächtnis unseres Planeten. Ein Archiv all jener Bestandteile der Erdatmosphäre, die mit den Niederschlägen in Jahrtausenden zu Boden gingen. Wie aus den Jahresringen eines Baumes trockene oder feuchte Sommer abzulesen sind, so verrät das Eis alles über die atmosphärischen Verhältnisse lang vergangener Zeiten. Was das zweite Jahrtausend vor Christi Geburt betrifft, die vermutliche Zeit des Moses, so können Forscher auf ein Ereignis schließen, das seinerzeit zu einer dramatischen Umwälzung der klimatischen Verhältnisse beigetragen haben muss. Diese Kristalle verraten, dass exakt im Jahre 1645 vor Christus eine gewaltige Explosion den Himmel über dem Mittelmeer verdüstert haben muss. Es war die Katastrophe von Santorin. Die Explosion einer ganzen Insel. Die gesamte Mittelmeerwelt muss damals heftig erschüttert worden sein. Aber Millionen Tonnen von Staub und giftige Gase wurden in die Atmosphäre geschleudert. Diese ägyptische Finsternis ist sehr, sehr eindeutig erklärbar oder vorstellbar durch den Aschenfall von Santorin. Das hat eine direkte Auswirkung dahingehend, dass wir möglicherweise über Tage Dunkelheit, Dämmerung, ganz seltsame Sonnenuntergang-Effekte, feuerrote Sonnenuntergänge haben. Detonationen sind wiederum Vergleiche mit jüngeren Ausbrüchen über tausende Kilometer zu hören und müssen die Menschen in Schrecken versetzt haben, da sie sich dieses Phänomen nicht erklären können. Die Naturkatastrophe von Santorin. Sie könnte der Grund dafür gewesen sein, warum Moses die Machtprobe mit dem ägyptischen Herrscher siegreich bestand. Die Bibel erzählt, dass unter dem Druck der Plagen der Pharao seinen Widerstand endlich aufgibt. Alles, was Moses ihm an schrecklichen Visionen prophezeit hatte, war eingetreten. Widerwillig zieht der Pharao die erlösende Konsequenz. Moses und sein Volk sind frei. Sie sollen gehen, wohin ihr Gott sie auch immer führen mag. Die Tür zu Gottes verheißenem Land ist aufgestoßen. Die Bibel berichtet, Moses ließ seine Leute zählen. 603.550 wehrfähige Männer, dann noch Frauen, Kinder und die Tiere, Ziegen, Esel, Kamele, ein viele Kilometer langer Tross. Billigen Arbeitskräfte. Es sind Nomaden, die mit ihren hungrigen Schafherden nach Weideplätzen suchen und so in das ägyptische Staatsgebiet gelangen. Von den Ägyptern werden diese Menschen zu harter Fronarbeit herangezogen. Die Wissenschaftler glauben heute, dass diese nomadisierenden Stämme im Pharaonenreich das Volk des Moses gebildet haben könnten, von dem die Bibel erzählt. Und der Beweis dafür findet sich hier, an den Felswänden auf der Sinai-Halbinsel. Es sind Vorformen hebräischer Schriftzeichen, völlig verschieden von den Hieroglyphen der Ägypter. Dokumente einer ganz anderen, eigenständigen Kultur, die sich über drei Jahrtausende im Fels erhalten haben. Eine Kultur, die unter der Knute der alten ägyptischen Macht stand und doch ihre Identität bewahrte. Die haben angefangen, so im 17. Jahrhundert vor Christus im Delta zu siedeln, haben da Städte gebaut, eine beachtliche Kultur, die deutlich aus Palästina kommt. Entwickelt. Das ist ja schon ein historisches Ereignis von einer enormen Größenordnung. Sowas vergisst man auch nicht. Die Erinnerung daran hat die Bibel festgehalten. Im Schatten der Pyramiden schuftet das Volk der Hebräer. Die Herstellung von Baumaterial verlangt Heere von Arbeitern. Der perfekt durchorganisierte Beamtenstaat regiert mit Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits ermöglicht er den fremden Siedlern das Überleben. Andererseits lässt er sie mit harter Hand spüren, wer Herr im ägyptischen Reich ist.
Die systematische Unterdrückung schürt Widerstand. Und ein kleiner Zwischenfall reicht aus, um das Feuer an die Lunte zu legen. Die Bibel berichtet in knappen Worten. Als Moses groß geworden war, sah er einen Ägypter, der einen seiner Volksgenossen schlug. Und Moses entbrannte vor Zorn und erschlug den Ägypter und vergrub ihn im Sand. Moses, der Rebell, der Anführer gegen die staatliche Ordnung, der Widerstandskämpfer, muss fliehen. Hier, im Nordwesten der Halbinsel Sinai, rund 400 Kilometer von Ägypten entfernt, erreicht er sicheren Boden. Das biblische Land Midian. Eine Geschichte mit vorläufigem Happy End. Moses nimmt ein einheimisches Mädchen zur Frau und lebt mit ihr im Lande Kusch. Alles Legende oder geschichtliche Wirklichkeit? Es gibt. Fünfmal gibt der Bibeltext den Hinweis auf die Pharaonentochter. Ihren Namen aber verrät die Bibel nicht. Historisch gesehen könnte Hatschepsut gemeint sein, die Tochter des mächtigen Pharao Thutmosis, deren 3,5 Jahrtausende alter Tempel bei Theben bis heute die Erinnerung an sie bewahrt. War Moses der Adoptivsohn dieser berühmtesten ägyptischen Pharaonin zu unglaublich, um wahr zu sein? Moses, ein Leben wie ein Roman, ein Findelkind, ausgesetzt auf dem Nil, das am Hof des mächtigsten Herrschers seiner Zeit aufwächst. Am Ende wird er zum Rebellen und Freiheitskämpfer. Moses, der Mann, der sein Volk aus der Knechtschaft führt und einen Bund mit Gott schließt. Die ersten 5 Bücher der Bibel hat man nach ihm benannt. Die 5 Bücher Mose. Ja, er soll sogar ihr Autor sein. Aber hat dieser Held der Bibel überhaupt gelebt? Bis heute suchen Archäologen nach seinen Spuren. Wer war dieser rätselhafte Moses? Die Spur führt in die Grabkammern ägyptischer Würdenträger. In Sichtweite des Nil steht seit über 3 Jahrtausenden das Grab des Chnumhotep. Einst war er der erste Beamte im Pharaonenstaat. Das Besondere seines Grabes? An den Wänden sind Abbildungen von Menschen auszumachen, die in Kleidung und Gestalt so ganz anders aussehen, als wir es von alten Ägyptern kennen. Diese Menschen tragen gemusterte Gewänder, besondere Frisuren und Bärte. Wie Fremde wirken sie neben den Ägyptern? Und sie sind es. Über ihnen ein mächtiger Ägypter, der offenbar den Ton angibt. Die Ausländer, denen er befiehlt, sind seine billigen Arbeitskräfte. Es sind Nomaden, die mit ihren hungrigen Schafherden nach Weideplätzen suchen und so in das ägyptische Staatsgebiet gelangen. Von den Ägyptern werden diese Menschen zu harter Fronarbeit herangezogen. Die Wissenschaftler glauben heute, dass diese nomadisierenden Stämme im Pharaonenreich das Volk des Moses gebildet haben könnten, von dem die Bibel erzählt. Und der Beweis dafür findet sich hier, an den Felswänden auf der Sinai-Halbinsel. Es sind Vorformen hebräischer Schriftzeichen, völlig verschieden von den Hieroglyphen der Ägypter. Dokumente einer ganz anderen, eigenständigen Kultur, die sich über 3 Jahrtausende im Fels erhalten haben. Einer Kultur, die unter Santorin, die Explosion einer ganzen Insel. Die gesamte Mittelmeerwelt muss damals heftig erschüttert worden sein. Aber Millionen Tonnen von Staub und giftige Gase wurden in die Atmosphäre geschleudert. Und diese ägyptische Finsternis ist sehr, sehr eindeutig erklärbar oder vorstellbar durch den Aschenfall von Santorin. Das hat eine direkte Auswirkung dahingehend, dass wir möglicherweise über Tage Dunkelheit, Dämmerung, ganz seltsame Sonnenuntergang-Effekte, feuerrote Sonnenuntergänge haben. Detonationen sind wiederum Vergleiche mit jüngeren Ausbrüchen über tausende Kilometer zu hören und müssen die Menschen in Schrecken versetzt haben, da sie sich dieses Phänomen nicht erklären können.
Die Naturkatastrophe von Santorin. Sie könnte der Grund dafür gewesen sein, warum Moses die Machtprobe mit dem ägyptischen Herrscher siegreich bestand. Die Bibel erzählt, dass unter dem Druck der Plagen der Pharao seinen Widerstand endlich aufgibt. Alles, was Moses ihm an schrecklichen Visionen prophezeit hatte, war eingetreten. Widerwillig zieht der Pharao die erlösende Konsequenz. Moses und sein Volk sind frei. Sie sollen gehen, wohin ihr Gott sie auch immer führen mag. Die Tür zu Gottes verheißenem Land ist aufgestoßen. Die Bibel berichtet, Moses ließ seine Leute zählen. 603.550 wehrfähige Männer, und dann noch Frauen, Kinder und die Tiere, Ziegen, Esel, Kamele, ein viele Kilometer langer Tross. So muss man sich den Auszug aus Ägypten vorstellen. Aber welchen Weg haben diese vielen Menschen genommen? Bis heute rätseln Forscher, wie das Volk des Moses aus Ägypten floh. Drei Möglichkeiten stehen zur Diskussion. Drei Möglichkeiten, die alle denkbar wären. Das Mittelmeer und sein östlicher Rand. Genau hier beginnt die Völkerwanderung, die Geschichte gemacht hat. Wahrscheinlich ausgehend von der Residenzstadt Pithom könnte Moses die alte Königsstraße eingeschlagen haben. Das wäre der einfachste Weg gewesen, aber auch für mögliche Verfolger. Die andere Möglichkeit? Zu Fuß am oberen Roten Meer durch den seichten Schilftüchern errichtet wird. Ein Zeltheiligtum, angepasst an die Bedürfnisse eines Volkes auf Wanderschaft. Verborgen hinter dem Vorhang aus Purpur steht die Bundeslade, die Verkörperung des unsichtbaren Gottes. Eigentlich ist die Lade ein rätselhaftes Symbol, ein Symbol für die Präsenz Gottes. Das wird also aufgeladen, nicht durch viel Gold und durch viel heilige Zeremonien, sondern durch die Vorstellungskraft der Menschen, die an den Gott glauben, der mit dieser Lade verbunden ist. Mit Modellbauern und Wissenschaftlern versuchen wir eine detailgetreue Rekonstruktion der Bundeslade. Aus Akazienholz soll sie gewesen sein, innen und außen überzogen mit reinstem Gold. Ganz exakt beschreibt die Bibel Maße und Aussehen des Heiligtums. Und sie warnt, jeder Frevler, der die Truhe berührt, solle auf der Stelle tot umfallen. Einen Mann namens Ussa trifft dieser Fluch. Ich denke, der Ussa muss sterben, damit alle Welt merkt und alle Leserinnen und Leser merken, diese Lade ist keine Holzkiste, das ist die Präsenz Gottes. Und wenn man diesem Gott zu nahe tritt, dann kann er sehr ungnädig reagieren. Viel ist über die magischen Kräfte der Lade spekuliert worden. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung dafür? In einem Labor wollen wir dem Phänomen auf den Grund gehen. Erstaunlich, schon das Reiben mit einem Wolltuch auf der Goldoberfläche lässt die elektrische Spannung steigen. Einen ähnlichen Effekt könnten die Tücher, unter denen die Bundeslade beim Transport verborgen war, erzeugt haben. Ein zweiter Versuch. Wir verbinden unser Modell mit einem elektrischen Generator und laden es auf. Wie ein Kondensator nimmt der Metallüberzug die Spannung auf und entlädt sich bei Berührung. Die Bundeslade, ein Kultobjekt, das technische Rätsel aufgibt und zugleich religiöses Zentrum des mosaischen Glaubens ist. Moses hat diese beiden Aufgaben. Er schafft das Volk und er führt den Monotheismus ein. Und das Volk ist eigentlich nur dazu da, Träger dieses monotheistischen Gedankens zu sein. Also die Existenzberechtigung des Volkes Israel, so wie die Bibel es sieht, ist die, das Gottesvolk zu sein, das diesen Monotheismus ergreift und lebt. 40 Jahre lang durchzieht das Volk Jahwes die Wüste.
Vorbei an den Gräbern der Vorfahren, die davon künden, dass schon in der Steinzeit Mergen den Abtrünnigen nach. Und nur auf gut befahrbaren Wegen kann so ein Rollkommando erfolgreich sein. Moses weiß, dass er einem Militärschlag nichts entgegenzusetzen hat. Aber mit göttlicher Hilfe weist er den rettenden Weg. Mitten ins Meer hinein, mitten in die Fluten, die sich durch einen starken Ostwind wie Mauern zur Rechten und zur Linken seines Volkes auftürmten. Alles Legende oder erklärbares Naturphänomen? Das Meer zieht sich zurück und kommt wieder. Dieses erinnert uns als Geologen ganz stark an die Phänomene, die wir bei seismischen Flutwellen, die Tsunamis genannt werden. Tsunami ist japanisch und heißt die große Welle im Hafen. Das sind Flutwellen, die 10er Meter hoch ankommen als Folge von großen Erdbeben. Aber auf jeden Fall sind die Auswirkungen des Santorin-Ausbruchs so stark fühlbar gewesen in Ägypten, im östlichen Mittelmeerraum, dass die Phänomene in der Vorstellungswelt der Bewohner dort noch präsent waren. Der Vulkanausbruch von Santorin, er könnte nicht nur die Ursache für die 10 Plagen gewesen sein, sondern auch für die Flutwelle, die irgendwann die östliche Seite des Mittelmeers erreichte. Der Ablauf der Naturkatastrophe wäre so, wie es die Bibel sagt. Zunächst zieht sich das Wasser zurück, um dann in einer gigantischen Welle über Rosse, Reiter und Wagen des Pharao zu stürzen. Natürlich muss man nachdenken, ob das die Zeit ausreicht, dass erst die Kinder Israels durchgezogen sind und dann Soldaten des Pharao nachziehen konnten und ob dieses alles stimmt. Aber die Vorstellung dieses Phänomens könnte sich eingeprägt haben. Oder war alles ganz anders? Einige Wissenschaftler glauben, dass die Erklärung viel einfacher ist. Sonne und Hitze über der Wüste könnten ein Trugbild erzeugt haben. Eine Fata Morgana, die etwas vorgaukelt, was nur aus Spiegelung und heißer Luft besteht. Die Bibel ist das Buch, das in dieser Welt geschrieben wurde, im Orient, wo sich nicht nur in den Geschichten aus Tausend und einer Nacht Wirklichkeit und Fantasie vermischen. Das ertrinkende Heer des Pharao, es könnte eine tiefe Wunschvorstellung gewesen sein, die im Flimmern der Ferne wirklich Gestalt annahm. Die folgenden Jahrhunderte haben den Auszug aus Ägypten zum Mythos verklärt. Wie viele Gedanken, Vorstellungen und Träume haben sich im Laufe der Jahrtausende